Die Modellanwendung, und da komme ich auch schon zu den letzten Bildern, um das mal deutlich zu machen, habe ich mir dort einen kleinen Chart überlegt. Show me, coach me, let me. Was heißt das? Show me soll eigentlich im Grunde bei der blauen Kurve zunächst mal die, ja, ich sag mal, die wirtschaftlichen Barrieren des Nutzers einbrechen. Insofern, dass der Nutzer am Anfang natürlich kein Geld ausgeben möchte, um auf eine Plattform zu gehen. Das heißt, er sucht den Nutzen, er sucht irgendwo einen Ansatz. Was bringt mir die Simulation? Was muss ich tun, um die Simulation anzuwenden? Und was habe ich davon? Auf der einen Seite eben der Erkenntnisfortschritt über Show me, über dann Coach Me, wo man dann den entsprechenden Nutzer informiert, immer intensiver über seine Fragestellung informiert, bis letztendlich im Let Me er dann die Möglichkeit hat, selbstständig auch weiter seine Lösungen weiterzuentwickeln und seine passgenaue Lösung für seine Aufgabenstellung gefunden hat. Und dieses Spiel wird natürlich dann auch in dem Geschäftsmodell sich widerspiegeln müssen. Wir können natürlich nicht über eine Show Me-Funktion letztendlich sofort versuchen, in die Euros zu kommen und Geld zu verdienen über die Plattform, sondern wir müssen den Kunden, den Anwender sukzessive in diesen Bereich reinführen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Philosophie, die Sie in den Modellanwendungen haben. Diese Modellanwendungen finden Sie dann auch auf dieser Plattform www.simkmu.de. Wir werden jetzt sukzessive in die Öffentlichkeit treten, sukzessive jetzt auch weitere Partner integrieren. Wir haben momentan über die Partner, die Kernpartner hinaus, ca. 50 Unternehmen, die sich gerade in diese Plattform integrieren. Wir werden dann bis Ende des Jahres versuchen, ich sage mal, mindestens die 150 zu knacken, wo wir halt eben Simulationshersteller, Anwender natürlich im Prinzip in verschiedene Foren integrieren, und das wird halt eben für uns eine Aufgabe sein, unter anderem auch das Thema iPhone lässt grüßen, App-Strategien zu fahren, wie wir halt eben dann auch unsere Kunden möglichst dezentral erreichen mit vielleicht intelligenteren Systemen, die wir dann auch eventuell über die Informatik dann intensiver nutzen können. Ich denke mir mal, das Geschäftsmodell sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Das kommt dann noch von der Firma Intelligent. Wir werden natürlich dann hier auch mit der Internettelefonie etc. so agieren, dass wir Geschäftsmodelle aufbauen, die dann sanft, seriös, einfach, eindeutig und sicher funktionieren. Und das sind unsere Vorgaben, die wir für dieses Projekt haben. Sieht ein bisschen komplizierter aus, ist es aber nicht. Projektstatus. Wie schon gesagt, alles was grün ist, ist schon erledigt. Wie Sie sehen, wir sind also in der Endphase des Projektes. Uns schwebt vielleicht vor, und das ist ja ganz, ganz wichtig, und sonst wären wir auch alle zu kurz gesprungen, Herr Dr. Gördler weiß es, und so sind wir auch angetreten, so lassen wir uns auch messen. Wir wollen die Nachhaltigkeit des Projektes erreichen, insofern, dass SimKMU auch morgen noch lebt, über das Projekt hinaus. Das ist auch Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Und dementsprechend überlegen wir gerade halt eben eine Betreiberorganisation noch zu gründen. Das wird ein eingetragener Verein sein, und der nennt sich dann natürlich auch SimKMU e.V. Und der Federstrich ist schon gemacht worden, die Satzungen stehen, und morgen wollen wir natürlich im Rahmen des Workshops den einen oder anderen Partner finden, der mit uns Netzwerkarbeit macht und der gemeinsam mit uns, ja, ich sag mal, innovative Ideen weiterentwickelt und vor allen Dingen auch die PS mit uns auf die Straße bringt, auch in deren Sinne. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich die 10 Minuten eingehalten habe. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Grube. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, direkt dazu zu SimKMU, ja, ein Projekt, das eben kurz vor dem Abschluss steht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Professor Grube, dann ist es so, dass Sie tatsächlich eine Plattform aufbauen im Internet für Beratung, für Simulationstools, die Sie dort anbieten. Der Nutzer letzten Endes müsste aber dann doch schon was dafür bezahlen am Ende, oder? Also am Anfang natürlich nicht. Also das ist schon so, dass wir am Anfang zunächst mal auch in dem Stichwort haben natürlich andere erfunden, entdecke die Möglichkeiten, antreten wollen. Das heißt, unter einem Stichwort möchten wir erstmal zunächst mit Best-Practice-Beispielen, kleinen Filmen, Einführungsbeispielen zeigen, was man mit unseren Lösungen machen kann. Und sukzessive wird halt eben der C aus dem kalten Wasser immer mehr in den Körper hineingehen und dementsprechend dann auch dazu führen, dass der Anwender über den Schnupperkurs hinaus sich auch getragen fühlt. Wir wollen auch Lernsysteme integrieren, die dann natürlich auch mehr zu den Filmen oder zu den Simulationsbeispielen Kommunikationsaufwand betreiben, die in dem Bereich Text, gesprochenes Wort, Filme, Bilder etc. CPP, wie man sie kennt, integrieren. Und das gehört auch hier da rein in diese ganze Systematik. Also der Anwender wird sicherlich Geld bezahlen, Punkt. Aber erst wohl, wenn es in den Bereich Coach Me bis Let Me kommt. Schönes Bild auch, das mit dem großen Zeh, den man erstmal ins kalte Wasser steckt. Nachher fühlt sich das ja gar nicht mehr so kalt an, wenn man genau erstmal drin steckt, sondern sogar sehr angenehm. Ich sehe, viele Projekte werden wir heute noch kennenlernen, und Sie haben vielleicht im Vorfeld schon sich das ein oder andere angeschaut. Sehen Sie da auch Möglichkeiten für die Projekte, dieses Tool gleich anzuwenden?
Ja, im Grunde sprechen wir hier in der Gemeinschaft über möglichst auch viele innovative Technologien, die im Bereich der Autonomik oder beziehungsweise der Simulation sich widerspiegeln. Also ich habe hier gerade schon bei einem einen oder anderen Kaffee den einen oder anderen Sprechpartner gefunden, der auch größere Netzwerke hat, auch aus Bremen und Umgebung. Und darauf freuen wir uns sehr, dass wir halt eben da gemeinsam mit diesen Netzwerken auch zusammenarbeiten können. Also vielleicht ergeben sich im Laufe der Zeit noch mehrere Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Wir haben hier eine erste Frage. Bitte schön, Herr Dr. Wahl. Ja, ich würde eigentlich nur fragen, ob Sie uns vielleicht das ein oder andere Anwendungsbeispiel mal nennen können. Also welche konkreten Simulationen kann man bei Ihnen jetzt schon testen oder anschauen? Ja, da habe ich schon was vorbereitet. Das war doch abgesprochen. Das ist über BioLeg, ne? Also im Grunde ist es schon so, die Geschäftsprozesse ist klar, da geht es also um Stärken-Schwächen-Analysen, es geht um die Konfiguration von Angebotsprozessen, das sind ja alte Themen, die bei kleinen und Mittelunternehmen immer irgendwo ein Problem darstellen. Wie organisiere ich die Durchlaufzeiten in der Angebotserstellung, wie arbeiten die Geschäftsprozesse zusammen, wie strukturiere ich das im QM-System, das sind die Themen, die halt eben hier in die Prozesssimulation hineingehen, genauso wie im Bereich der Logistik, da wurde ja vorhin auch schon gesagt, Distributionslogistik, Transport und Verkehr, Materialflussanalysen, Fabrikautomation, die ganzen Themen, die jetzt hier aufschlagen, das ist natürlich hier ein riesengroßes Spielfeld von der IPA in Stuttgart, die, ich sag mal, wie viele Millionen Simulationslösungen haben, genauso wie die Firma SDZ oder eben im Bereich der Simulation von Geschäftsprozessen gibt es halt eben da auch etliche Beispiele über den Herrn Bauch, aber auch anderen Partnern, die per Internet heute schon Simulationsdienstleistungen, Geschäftsprozesse anbieten und die halt eben auch hoffen, dass der Kunde am Ende auch ihre Lösung kauft. Das ist also so ein Stückchen weit dieser Sprung. Man versucht halt eben das auch ein Stückchen weit als Marketingplattform zu nutzen. Spannend ist natürlich auch in der Produktion, da bin ich zu Hause. Die Firma Karat baut ja Roboteranlagen, genauso wie Firma Reis. Bloß die Firma Reis ist ein bisschen älter und wir nutzen die Roboter von Ihnen genauso wie von KUKA oder ABB, um dann halt eben das Schleifen oder wie auch immer beizubringen. Wir nutzen natürlich auch solche Simulationen, die wir hier auch selbst über eigene Simulationssysteme einsetzen. Da gehört Dortmund ja auch ein Stückchen weit. Ja, traditionell dazu, dass wir halt eben solche Systeme auch in der Robotik haben. Die bieten wir halt eben auch sehr intensiv an. Können Sie heute auch schon sehen per Internet. Und da gibt es auch schon CoachMe und ShowMe-Lösungen ohne Ende, sage ich mal fast. Ja, wir müssen es jetzt nur sukzessive auf die Plattform schieben. Und das wird im Juni, Juli jetzt intensiv und aggressiv angeschoben. Frage bleibt nur noch, ob Sie SimKMU selbst auch simuliert haben, den Geschäftsprozess von SimKMU selbst. Ja, das Geschäftsmodell ist sicherlich eines der schwierigsten Themen. Und das durchzusimulieren mit entsprechenden Geschäftsplänen, ne, das ist so ein Stückchen weit auch ein Blick in die Glaskugel, wie wir alle wissen. Aber ich glaube, mit dem Bild, was ich gerade gezeigt habe, das ist auch ein Stückchen weit ein zentrales Bild, dass wir sagen, okay, vom Show-Me über das Coach-Me hin zum Let-Me, wie kriegen wir den Kunden eingefangen, ohne dass er es eigentlich sofort merkt? Oder anders gesagt, er merkt den Nutzen. Das ist ganz wichtig. Wenn er erkennt, dass er damit Geld verdient und wenn Sie einmal eine Roboteranlage irgendwo aufgebaut haben, die dann da steht und der Roboter plötzlich an der letzten Achse nicht mehr das Bauteil erreicht und Sie dann plötzlich eine Säule bauen müssen, weil Sie vorher nicht simuliert haben, erkennen Sie es dann erst in der Realität. Das tut richtig weh und kostet viel Geld. Und das wird jeden Tag erlebt. Wir haben über 8% der Qualitätskosten, werden nach wie vor vom Umsatz im Maschinenanlagenbau, schätzt man das nach wie vor. Das ist eine Riesensumme, ja, die halt eben irgendwo als Qualitätskosten im Raum steht, die Firmen natürlich dann am Ende wettbewerbsschwächer macht im Vergleich zu dem Wettbewerb, der solche Simulationslösungen einsetzt. Also von daher sind wir sehr stark davon überzeugt, dass der Kunde auch den Nutzen erkennt und dann Spaß hat, an der SimKMU-Plattform mitzumachen. Nutzen Sie diese Plattform für Ihre Unternehmen, aber auch für Ihr Projekt. Bleiben Sie da in engen Kontakt mit Herrn Professor Dr. Gerd Grube. Herzlichen Dank für den Vortrag und für das Gespräch mit Ihnen. Applaus